Na? Schon vor der Box gesessen? Und immer F5 gedrückt und gewartet, dass das jetzt hier kommt für dich? Heute ist es soweit. Der 7. Advent, wollte ich sagen. Aber es ist ja das 7. Türchen. Das 7. Türchen wird geöffnet. Und heute sind wir mal wieder in Südafrika. Und Sie wissen, in Südafrika geht es immer sehr heiß her. Nicht nur vom Wetter, nee, auch auf der Strecke. Denn es gibt da so eine Kurvenkombination ganz am Anfang. Da sind die Leute doch ein bisschen motiviert. Und mit dieser Motivation können wir uns den nächsten Streifen kurz mal angucken. Film ab! Als erstes stellt sich die Frage, ist dieser Mensch jemals diese Strecke schon gefahren? Also Kurve 1 verbremst, 2 Leute abgeschossen, nächste Kurve auch verbremst. Verrückt! Und dann wurde noch über das hohe Curb gefahren, was sein Auto komplett aushebelt. Aber wissen Sie? Ich habe dazu folgenden Text erhalten. Lieber guter Weihnachts-Jutke oder Mann, wie auch immer du dich nennen möchtest, seit 7 Folgen, spielt keine Rolle, denn du weißt es manchmal selber nicht. Ich möchte mich gerne über den BMW-Fahrer beschweren mit dem Nummernschild 111 Südafrika Rote Nase. Als dieser junge Mann auf die erste Kurve zufuhr, erhaschte mich ein leichter Geruch. Es war eine Mischung aus Zimt, Orange, leicht versetzt mit Frucht. Ich dachte mir, er hat einen Kinderpunsch getrunken. Doch nein. Es war kein Kinderpunsch. Es war Erwachsenenpunsch. Und zwar der harte mit 8%. Ich glaube, er war auf dem Weihnachtsmarkt. Ja, ich glaube, er hatte einen Turm. Ich war mir nicht sicher. Ich versuchte, ihn zu überholen und an ihm vorbeizufahren. Es war sicher. Es war genug Platz. Doch mein M2, er war nicht so potent. Er hatte nicht so viel. Er hatte nicht so viel Power. Der junge Mann in seinem leichten Wagen kam von rechts einfach wieder, fuhr über die Streckenbegrenzung, ist ein bisschen abgehoben, fuhr mir ins Heck und ich hab's gesehen. Er nahm den anderen auch noch hops. Er schob ihn einfach raus und ist einfach weitergefahren, als wenn nichts gewesen ist. Lieber Jutke, lieber Weihnachtsjutke, lieber Weihnachtsmann oder wie auch immer du genannt werden möchtest, kannst du ihm bitte mit der Rute einen über den Nüschel ziehen und ihm seine Geschenke wegnehmen? Das fand ich nicht gut. Vielen Dank, Jutke. Frohe Weihnachten. Auf Wiedersehen. Aber selbstverständlich. Da müssen wir ja nun eingreifen. Das ist ja a causing a collision. Es war nicht in der ersten Runde, aber es ist trotzdem causing a collision. Und an dieser Stelle möchte ich euch mitgeben, achtet bitte immer auf eure Mitmenschen. Gerade im Dezember ist das sehr, sehr wichtig. Nächstenliebe, das ist das A und O, auch wenn der Dezember vorbei ist. Ihr seid nicht alleine auf der Strecke. Vergesst das nie. Guckt auf euren Nachbarn.